zurück aus der Werbung. In meinem nächsten Beitrag geht es um neue Ideen für die Zukunft des Wohnens. Designer aus 65 Ländern haben mit 300 Entwürfen am Designwettbewerb des Eichen Global Art Battle teilgenommen. Studenten, Architekten und Designer aus aller Welt nutzten im Rahmen des Wettbewerbs die Möglichkeit, Vorschläge für die Gestaltung von Apartments einzureichen. Am Nachmittag vor der Preisverleihung durfte ich mir drei Design-Apartments anschauen in dem Bauprojekt The Mile in der Chausseestraße. Die ausgewählten kreativen Köpfe hatten 72 Stunden Zeit, um die Gestaltung der Apartments von 44 Quadratmeter durchzuführen. Diese stehen dann auch zur Miete zur Verfügung. Wie sehr viel zu wenig bei diesem Wettbewerb mitzumachen? Es freut uns sehr und es ist eine große Chance für uns Designer, unsere Entwürfe vorzustellen und unsere Träume wahr werden zu lassen. Your dreams in reality. Die Designerin dieses Apartments erzählen. Es war eine gute Gelegenheit, hier teilzunehmen. Da es sich ja um einen kreativen Wettbewerb handelt und es keine Beschränkungen gibt, konnte man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Wir wollten einen Raum schaffen, in dem man den ganzen Tag verbringen kann. Deswegen wählten wir all diese Farben. Und fürs Schlafzimmer, wo man sich zurückziehen kann, eine ruhigere Farbe. Home Sweet Home haben diese drei Damen gestaltet. Woher habt ihr eure Inspiration? Die Inspiration stammt aus unserer Kultur. Weil der Name des Wettbewerbs Art Battle lautet, wollten wir Außergewöhnliches aus Italien mit Außergewöhnlichem aus Berlin kombinieren. Mit unseren Designs, den Farben, dem Material, möchten wir den Spirit wiedergeben. Sag mir, wie es zu der Idee kam mit dem Home Sweet Home, das sich im Spiegel spiegelt. Unsere Idee war es, eine Umgebung zu schaffen, die eher schlicht gehalten ist, aber dennoch rüberbringen, dass auch so ein Raum ein Home Sweet Home sein kann. Die Schrift wird im Spiegel reflektiert. Dadurch spiegelt es sich im ganzen Raum. So, are you looking forward to winning this? Seid ihr schon aufgeregt auf die Preisverleihung? Ja, wir freuen uns schon auf später, denn wir sind sehr stolz auf unser Projekt, welches qualitativ sehr hochwertig ist. Und wir hoffen, dass der künftige Bewohner zufrieden sein wird und sich hier wohlfühlt. Zurück auf der Vernissage, wo später die Sieger gekürt werden, sprach ich mit dem Gründer von Eichen Global Art Battle und Jurymitglied Michael Brehm. Was waren denn die Kriterien für die, was war ausschlaggebend? Also unser Traum war, dass wir gesagt haben, wir wollen jungen Leuten, kreativen Leuten eine Plattform bieten, auch mal wirklich verrückte, außergewöhnliche Entwürfe zu machen und denen dort eine Plattform zu bieten, die darzustellen, einfach Sachen, wo man sagt, ich würde es gerne machen, aber man kommt nie so dazu. Das war auch so ein bisschen mein Traum. Ich habe gesagt, naja, viele Wohnungen sind dann doch sehr praktisch und sehr gleich und warum nicht auch ausgefallen? Und gerade zu einer Stadt wie Berlin, da passt eben dieses wirklich Verrückte, dieses Kreative. Und das hat eigentlich so als so eine Idee, wenn man will, angefangen. Und dann habe ich das dem Carsten Heinrich, dem Geschäftsführer von Robina Real Estate und Eichen Global erzählt. Das ist eine sehr erfolgreiche, auch sehr technologiegetriebene Immobilienmanagementfirma. Und der war dann eigentlich zu meinem Überraschen auch sofort begeistert, meinte so, ja stimmt, sowas gibt's noch nicht, lass es doch mal machen. Und dann kam so eines zum anderen. Ja, und so hat sich das ergeben. Jetzt gibt es vier Preise, einmal Gold, Silber, Bronze und ein Publikumspreis. Genau, wir werden heute Abend diese drei Preise überreichen. Es ist uns wahnsinnig schwer gefallen, weil es wirklich sehr, sehr viele, sehr hochqualifizierte Einreichungen gab. Und da jetzt sozusagen, was ist so der beste
was der zweite ist, nicht ganz einfach, aber wir haben gesagt, wir wollten sehen, ist es zum einen, ist es kreativ, was ist die Idee dahinter, ist es ästhetisch, ist es praktisch, ist es nachhaltig, und unterm Strich, glaube ich, können wir ganz glücklich sein über die Auswahl. Auf was können sich denn die Gewinner freuen? Der Gewinner kriegt 10.000 Euro, also auch ein, glaube ich, ganz ansehnliches Summe, der zweite 5.000 und auch der dritte ein paar tausend. Also insofern ist das Preisgeld attraktiv. Ich glaube aber noch wichtiger für Sie ist natürlich die Aufmerksamkeit, und wir versuchen auch so viele wie möglich von diesen Entwürfen zu realisieren und da den Traum von den Künstlern, aber auch so ein bisschen von uns selber, da sind wir so ein bisschen wie kleine Kinder, eben zu sagen, lass uns das mal machen. Und in den Apartments, da werden jetzt auch reale, also richtige Leute einziehen. Ja, ja, man glaubt es kaum. Also die sind zum Teil so, dass man sagt, wow, da, man traut sich fast gar nicht reinzugehen, und es ist alles fast eher so wie ein Museum oder wie so ein Haus der modernen Kunst. Aber die werden jetzt zum Teil kurzfristig, zum Teil längerfristig werden die vermietet, und da können ganz normale Leute rein. Aber es ist ganz interessant, auch zu sehen, die Reaktion von den Eigentümern, die am Anfang sehr kritisch sind und sagen, oh nein, sowas kann ich doch nicht machen. Und wenn sie es jetzt dann fertig sehen, sind sie doch sehr begeistert. Wir hatten jetzt schon einen, der hat gesagt, ach, das ist ja so toll, da ziehe ich gleich selber ein. Das sind die glücklichen Gewinnerinnen des Designwettbewerbs. Deren Siegerentwurf mit klarem Konzept, markanten Details und zukunftsweisenden Ideen die Jury überzeugt haben. Dieses Jahr wäre sie 90 Jahre alt geworden und ist seit 56 Jahren tot. Aber sie ist immer noch ein Weltstar. Marilyn Monroe. Anlässlich ihres 90. Geburtstags präsentiert die Berliner Galerie Hiltawski die Ausstellung Alive in Pictures. Ich sprach mit Christian Hiltawski. Ja, und die Bilder, die sind auch von verschiedenen Fotografen. Genau, insgesamt sind es 9 verschiedene Fotografen, die wir hier sehen können. Und es ist eine Fotografin dabei, die anderen sind männliche Fotografen, und die Arbeiten umfassen das gesamte Spektrum ihrer Arbeit. Also es gibt sehr frühe Fotos, wo sie noch als Modell gearbeitet hat, und dann Fotos der späteren Zeit in berühmten Filmen wie Das verflixte siebte Jahr und eben auch von ihrem letzten Film, ganz berühmte Szenen, die Lawrence Schiller damals dokumentiert hat. Da kommen wir gleich noch hinzu. Jetzt stehen wir ja bei der Marilyn Monroe, als sie noch, wie hieß sie damals noch? Ich glaube, Norma Jean Baker war der Taufname, den sie dann bekommen hat. Ja, süß, sah sie auch damals schon. Absolut, auf jeden Fall. Noch ein bisschen pausbäckig, ein bisschen Babyspeck, aber auf jeden Fall attraktiv, und man kann vielleicht schon das Potenzial erahnen, was sich dann später entfaltet hat. Es dokumentiert schön, was sie so erreicht hat, aber auch eine Marilyn, die sehr traurig guckt oder sehr über ihr Leben nachdenkt, sehen wir schöne Bilder hinter ihm. Genau, ich finde auch, das war für mich jetzt auch ein ganz interessanter Aspekt, nochmal zu sehen, in welcher Bandbreite Marilyn uns hier dargestellt wird. Nicht? Also tatsächlich ausgelassene Fotos, wo sie sehr toll lacht, wunderschönes Lachen hatte sie. Es gibt aber eben auch Fotos, die ihre nachdenkliche Seite zeigen, und das ist, finde ich, ist eine ganz besondere Stärke der Ausstellung, dass diese Vielfalt erkennbar wird. Something's Gotta Give war ihr letzter Film, und den sehen wir jetzt hier, Potted. Genau, der letzte Film 1962, der leider unveröffentlicht, also nicht unveröffentlicht, sondern unvollendet blieb. Und in diesem Film ist besonders, dass Lawrence Schiller eine Nachtszene, einen Nachtdreh dokumentiert hat, wo Marilyn Monroe tatsächlich richtig nackt im Swimmingpool war. Also das war damals völlig unüblich. Wir hatten alle irgendwie so ein Bodysuit an, wo man der Hautfarben war, wo man sonst nichts sehen konnte. Und das war auch für ihn total überraschend. Die waren schon ihrer Zeit voraus. Heute kann man gar nicht mehr ohne, um so eine Berühmtheit zu erwecken. Das hat ja kaum einer mit ihrem Kleid schon dahinter. Ja, die Szene beim verflixten siebten Jahr ist ja gar nicht die Originalszene. Das ist ja, es gibt einen anderen Film, der das schon sehr viel früher in New York gemacht hat. Und das ist ein Zitat im Grunde genommen, das Billy Wilder damals angewendet hat. Und das ist ja groß inszeniert worden. Also da waren ganz viele Fotografen, die Presse war da, viele Zuschauer in New York, in der Lexington Avenue.
Und das ist großartig inszeniert worden, um diesen Film damals zu promoten. Und das Gebläse, was ja eigentlich aus dem U-Bahn-Schacht kommen soll, ist ja in Wirklichkeit natürlich eine Windmaschine gewesen. Ah, aber eins der berühmtesten Bilder. Ne? Absolut, ja, ja, klar, das kennt man, das kennt jeder, ja, genau. Was gibt es noch oben zu sehen? Oben gibt es zum Teil eben nochmal frühe Fotos von André Didienne und Szenen aus dem Film The Misfits, die von Yves Arnold und von Elliot Erwitt dokumentiert worden sind. Was ich auch so schön finde, es gibt so Negativabzüge auch zu sehen. Genau, das sind Kontaktabzüge, wo eben mehrere Fotos, also damals wurde ja noch mit Film fotografiert, nicht so wie heute digital, wo immer nur einzelne Daten auf einer File sind, hat man da einen Kontaktabzug, wo quasi der ganze Film, die ganze Entwicklung dieser Szene dokumentiert ist vom ersten Bild und wie dann weitergearbeitet wird. Das ist ein wichtiges fotografisches Dokument, so ein Kontaktabzug, der oft sehr aufschlussreich sein kann über die Arbeitsweise des Fotografen. Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsbild? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Das ist zum einen, wir standen am Anfang ja davor, dieses sehr glamouröse Bild, wo sie die Hände vor dem Kinn verschränkt hat. Das finde ich sehr schön. Darüber hinaus steht hinter mir direkt im Grunde genommen hier das Porträt von Elliot Erwitt, Mitte der 50er. Das finde ich auch sehr schön. Und, es ist ziemlich dunkel gehalten, aber man erkennt, wer es ist. Absolut, also das erkennt man sofort, aber es ist eben, es zeigt sich eben in diesem einen Foto die ganze Ambiguity, die Vielfalt ihres Ausdrucks. Also es ist auf der einen Seite hell, auf der anderen Seite dunkel. Also in einem Bild ist ihr ganzes Drama irgendwie eingefangen. Sehr, sehr schöne Ausstellung und ein ideales Weihnachtsgeschenk für den Liebsten, der ein großer Marilyn Monroe. Ich möchte auch eins, weil ich bin auch ein großer Marilyn Monroe. Können wir uns gleich noch mit drüber unterhalten, sehr gern, klar. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Alive in Pictures gibt es noch zu sehen bis zum 14. Januar 2017 in der Galerie Hitawski in der Tucholsky Straße 41. Jetzt bin ich schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder.